Kultur um 5. Am Mikrofon Christiane Zielinski, guten Abend, meine Damen und Herren. Die Kirchen leeren sich, aber einer, der als Kirchenkritiker gilt, kann mühelos Säle füllen. Kaum jemals in den letzten 20 Jahren, so schrieb die Stuttgarter Zeitung im vergangenen November, war Theologie so aufregend und so öffentlich wie diese Woche bei Eugen Drewermanns Vorträgen in Stuttgart. Jetzt ist gegen den katholischen Theologen Dr. Eugen Drewermann ein Verfahren zum Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis eingeleitet worden. Der Paderborner Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt, so ist es richtig, teilte heute mit, er wolle ein Lehrbeanstandungsverfahren gegen Drewermann einleiten. Als kompetenten Gesprächspartner zu diesem Fall Drewermann kann ich jetzt Professor Hans Küng begrüßen. Kompetent vor allem auch deshalb, weil, wie allgemein ja bekannt, dieses Verfahren auch bei Ihnen, Herr Professor Küng, praktiziert wurde, vor jetzt rund 10 Jahren, glaube ich. Was bedeutet das denn, wenn da solch ein Verfahren eingeleitet wird? Welche Konsequenzen hat das oder kann das haben? Nun, Frau Zielinski, zuerst muss man mal sagen, das Verfahren ist zunächst einmal nur eingeleitet worden. Mhm. In meinem Fall haben solche Dinge Jahre und Jahre gedauert. Das kann sich da auch noch hinziehen. Also es ist noch nicht einfach der Entzug der Lehrbefugnis erfolgt. Mhm. Es kann natürlich immer passieren, wie mir damals, dass das Verfahren gar nicht ordentlich durchgeführt wird und dass man eines Abends nun überrascht wird, dadurch, dass einem einfach die Lehrbefugnis entzogen ist. Auf das wird sich Herr Drewermann auch vorbereiten müssen. Aber wenn ein Lehrverfahren durchgeführt wird, hat ja Drewermann immerhin einige rechtliche Möglichkeiten, dass er sich wehren kann. Wenn er diesen Prozess verliert, es ist ein Prozess, und ich würde auch nach wie vor sagen, es ist ein Inquisitionsprozess, der mit einem anderen Verfahren gar nicht zu vergleichen ist. Wenn er dieses Verfahren verliert, dann muss er in Paderborn faktisch die Ausbildung von katholischen Theologen aufgeben. Das bedeutet normalerweise die berufliche Vernichtung eines solchen Theologen, sofern sie akademischer Natur ist, weil er ja faktisch keine Hörer mehr hat. Ich nehme an, dass Herr Drewermann sich diese Sache wohl bewusst ist und insofern bin ich auch ganz und klar auf seiner Seite. Ich finde es nach wie vor absolut unmöglich, dass in einer Kirche wie der unseren nun solche Verfahren durchgeführt werden, wo im Grunde der Angeklagte wenig Chancen hat, gerechtfertigt zu werden. Was ist denn eigentlich so schlimm, wenn ich das mal so formulieren darf, an dem, was Eugen Drewermann vertritt? Wie kann man das dem Laien verständlich machen? Das sind ja viele Dinge, die innerkirchlich eine ganz andere Gewichtung haben. Drewermann ist ja zugleich auch Psychotherapeut und er hat offenbar versucht, die Bibel tiefenpsychologisch auszulegen. Was stört die katholische Kirche daran? Nun, das ist wohl einfach mal das eine, die tiefe psychologische Auslegung, die Kritik am kirchlichen System, am Zölibat, an der Existenz des Klerikers, das ist das andere. Es ist sicher zunächst einmal zu sagen, was Drewermanns Kritik an der gegenwärtigen Exegese betrifft, zu sagen, dass er zur Hälfte jedenfalls mal recht hat. Er hat zu Recht eingewendet, dass die gegenwärtige historisch-kritische Methode nicht einfach ausreicht, um dem heutigen Menschen den Text der Bibel wieder nahezubringen. Er hat völlig recht, wenn er die tiefenpsychologische Sicht ans Spiel bringt. Das tut eigentlich jedermann, der heute sich einigermaßen mit der heutigen Psyche beschäftigt, dass er sich überlegt, was bedeutet das eben für die Tiefen der menschlichen Seele. Unrecht hat Drewermann sicher nach der Auffassung vieler Exegeten, wenn er jedenfalls eine Zeit lang ganz übel polemisiert hat gegen die historisch-kritische Methode. Wir müssen ja schließlich bei jeder Geschichte doch wissen, ist das nun ein Märchen oder ist es eine wahre Geschichte? Wann ist sie geschrieben worden? Was ist eigentlich die Problemstellung des Textes? Ich glaube, da hätte sich einiges ersparen können, wenn er nicht die psychotherapeutische Methode, die tiefe psychologische Methode gegen die historisch-kritische ausgespielt hat. Aber
wenn er die nicht ausgespielt hätte, würde ich mal sagen. Er hat das getan, er tut das heute etwas weniger. Ich meine jedenfalls, dass das völlig berechtigt ist, wenn Drewermann nun die Erkenntnisse von C.G. Jung oder von Sigmund Freud hier einführt, wenn er Märchen benutzt zur Exegese, wenn er die alten Mythen wieder beizieht. Das ist ja im Grunde auch anderwärts gemacht worden. Und es ist jedenfalls nicht etwas, was den heutigen Menschen zu stören braucht. Ob dann die historisch-kritische Frage, ob nun die Jungfrauengeburt tatsächlich stattgefunden hat im biologischen Sinne, dadurch schon erledigt ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, weswegen Drewermann verurteilt werden müsste, nur weil er nun etwas einseitig diese eine tiefe psychologische Methode nun in Anwendung bringt. Nun hat ja offenbar sein letztes Buch besonderen Anstoß erregt. Da hat er unter dem Titel Kleriker, Psychogramm eines Ideals die Berufswahl, Berufsentscheidung vieler Priester nicht als Berufung, sondern eher als Zeichen eigener Verunsicherung und Identitätssuche dargestellt, wenn man das vielleicht auf diesen Nenner bringen kann. Noch einmal gefragt, ist das so schlimm, selbst wenn es so wäre? Nun, das ist natürlich eine These, die sehr viele aufregt, vor allem Betroffene, Kleriker selber. Ich gehöre selber dazu, nicht wahr? Ich muss sagen, das muss schon sehr ernsthaft studiert werden, ein solches Buch. Man braucht ja nur das Inhaltsverzeichnis durchzublättern. Es ist ein furchtbar langes Ding von fast 900 Seiten. Aber man muss nur gerade das Inhaltsverzeichnis durchblättern, um zu sehen, dass das ernste Probleme sind. Das fängt an mit der Klerikerkleidung und geht eben weiter zur Einsamkeit, zur Frage des Zölibats, zu all den Problemen klerikaler Erziehung, was da so gemacht wird, die Motive zur Berufswahl. Ich meine, dass es völlig berechtigt ist, diese Fragen mal zu stellen. Ob Drewermann nun durch seine Analyse der Lage gerecht wird, darüber kann man dann diskutieren. Es wird nun sicher manch einer für sich und für andere bestreiten, dass dieses System jeden Menschen von vornherein mal psychisch krank machen muss. Ich selber kenne genügend Pfarrer und Kapläne und auch einige Bischöfe, von denen ich sagen würde, dass sie durchaus psychisch gesund sind und dass es eine Ungerechtigkeit wäre, nun alles sozusagen aus der einen Sicht des Psychotherapeuten, der es meist mit kranken Leuten zu tun hat, nun zu interpretieren. Aber nachdem die Kirchenleitung zurzeit ja ganz auf konservativ schaltet, nachdem man Kritik überhaupt nicht annehmen will, nachdem man meint, wieder ins Mittelalter zurückkehren zu können, ist ein solches Buch wie das von Drewermann einfach zentral für das System. Und hier jucken natürlich manche auf, die sich auf die Nerven getreten sehen. Ich meine aber, dass das wirklich diskutiert werden soll und vielleicht auch zweimal gelesen werden sollte, nämlich zuerst einmal, was wirklich die negativen Aspekte angeht, dass man das mal zur Kenntnis nimmt, um dann noch einmal sozusagen eine Relektüre sich zu überlegen, ja, gibt es in der Kirche nicht auch anderes? Gibt es nicht auch gelungene priesterliche Existenz? Gibt es nicht auch solche, die sich ehrlich einsetzen? Gibt es nicht auch solche, deren Motivationen für den Priesterberuf durchaus in Ordnung waren? Das Elend ist ja im Grunde dies, dass man von Seiten der Kirchenleitung nicht sehen will, dass alles viel besser wäre, wenn man den Einzelnen wie im evangelischen Bereich die Freiheit geben würde, sich zu verheiraten oder sich nicht zu verheiraten, wenn man die Ehelosigkeit als eine persönliche Berufung ansehen würde, für die sich eben der Einzelne entscheiden muss, entweder auf Zeit oder von mir aus fürs ganze Leben. Aber jedenfalls nicht als ein Gesetz, das nun allen unseren jungen Seminaristen, die ich da oft vor mir in der Vorlesung sehe, von vornherein aufoxaiert wird. Es ist bekannt, dass das für die allermeisten, wenn sie normal sind, eine ungeheure, schwere Entscheidung ist, die man ihnen im Grunde leicht abnehmen könnte. Und der Großteil der Männer und Frauen in unseren Gemeinden sind heute so weit, dass sie froh wären, wenn sie überhaupt einen Pfarrer haben, ob der nun verheiratet ist oder unverheiratet, ob es ein Pfarrer oder eine Pfarrerin ist, das ist heute zweitrangig. Ich meine, das Buch von Drewermann sollte eine Aufforderung sein an die Kirchenleitung, nun endlich diese Fragen ernst zu nehmen. Sonst kommen wir immer tiefer in den Morast. Das heißt, wir haben immer weniger Priester. Wir haben ja auch im Bistum Rottenburg
nun schon bald ein Drittel der Pfarreien nicht besetzt und das geht weiter und weiter und weiter und immer will man noch nicht einsehen, dass man hier etwas ändern müsste. Hier müssten meines Erachtens auch die Bischöfe ganz anders ernst nehmen, was Revermann geschrieben hat und müssten statt einem Theologen einen Prozess anzuhängen, sich selber selbstkritisch fragen, was denn eigentlich an Desideraten in Rom angemeldet werden muss. Denn viele Bischöfe wissen, dass das echte Probleme sind und sie sollten das auch ruhig offen aussprechen und sollten es vor allem dem Papst sagen, dass es so nicht weitergeht. Viel Stoff zum Nachdenken, zum Diskutieren, eine Aufforderung an die Kirche. Vielen Dank, Herr Professor Küng.